Die linken Politikerin Petra Pau war voll des Lobes. Unermüdlich sei der Einsatz von Irmela Mensah-Schramm, sagte die Bundestagsvizepräsidentin, als sie vergangene Woche die Ausstellung Hass vernichtet in der Berliner Urania eröffnete. Die ehrenamtliche Arbeit, so Pau weiter, sei auch nach über 30 Jahren wichtiger denn je. Noch bis zum 20. Dezember werden in der Urania Fotos von Hassschmierereien und Aufkleber gezeigt. Die in Zehlendorf lebende Mensah-Schramm hat sie zusammengetragen, dokumentiert und entfernt, mehr als 70.000 sind es inzwischen. Ein Vorbild für junge Leute sei die 72-jährige Aktivistin geworden, meinte Pau. Mensah-Schramm sei eine mutige Antifaschistin und das Rückgrat einer antirassistischen Zivilgesellschaft. Mensah-Schramm, die auch als Politputze apostrophiert wird, selbst erklärte: Ich beseitige Hass-Graffiti, weil ich den Hass vernichten möchte. Das ist mein Kampf gegen rechts. Der ist weithin anerkannt. Und doch gibt es ein Problem, denn die Ikone des Kampfes gegen rechts hat sich seit einiger Zeit mit Leuten eingelassen, zu denen unbequeme Fragen angebracht sind. Allen voran ist das Matthias Tretschok, nach eigenen Angaben Betriebswirt und Sachbuchautor. Er gehört zum Querfront-Milieu, das keine Berührungsängste zu Rechtspopulisten kennt. Tretschok tritt auf quasi als Manager von Mensah-Schramm. Er organisiert Termine der Wanderausstellungen und Lesungen, nimmt Anfragen und Telefonate für sie entgegen. Zugleich hat er sich gut vernetzt auch in der Verschwörungstheoretiker-Szene. Zu seinem Umfeld gehört etwa Malte Klingauf, früher Moderator der Montagsmahnwachen für den Ersten Weltfriede am Brandenburger Tor, zu denen auch immer wieder Reichsbürger kamen. Gemeinsam initiierten Tretschok und Klingauf im Juni das Festival Pax Terra Musica auf dem stillgelegten Flughafen Niedergörsdorf im Süden Brandenburgs. Dort unter den Teilnehmern, Israelhasser, esoterische Hetzer und Anhänger von Verschwörungstheorien. Ahnungslose Künstler, die bei dem Festival auftreten sollten, und dachten, Friedensfest klingt doch gut, wurden damals über die Hintergründe gewarnt und sagten daraufhin ab. Irmela Mensah-Schramm hielt aber trotz der Warnungen zu Tretschok und kam nach Niedergörsdorf, wurde so zum Feigenblatt für die Aluhüte. Der Blogger Matrochka hat dieser Tage auf 41 Seiten dokumentiert, wie diese Aktivitäten ablaufen, mit Kontakten etwa zu linken Politikern wie Petra Pau solle die neurechte Querfront suggerierend seriös ins linke Spektrum gebracht werden, schreibt er. Mensah-Schramm habe dabei eine Alibi-Funktion. Matrochka sieht im Netzwerk insgesamt Verbindungen etwa zu Freunden und Sympathisanten von Jürgen Elsässer und dem neurechten Kompakt-Magazin. Er dokumentiert, dass Tretschok den hochumstrittenen Ex-RBB-Moderator Ken Jebsen, Ken FM, auf Twitter für Engagement und Zivilcourage gelobt hat. Ein kundiger journalistischer Beobachter der Szene sagte dem Tagesspiegel, Mensah-Schramms Verhältnis zu Tretschok sei dermaßen eng, dass es schon fast an ein Stockholm-Syndrom erinnert. Die Verdienste von Mensah-Schramm haben sehr viel Anerkennung gefunden.